Moin Leute, heute gibt es was ganz Neues. Ja, es ist jetzt nichts Neues, aber es ist halt eine Challenge. Und zwar, heute spielen wir die Duo-Challenge. Also jeder muss seine eigene Seite verteidigen. Beispiel, wenn ich jetzt rechts bin, dann muss ich rechts. Oder wenn ich links bin, dann links. Aber das machen wir diesmal mit einem Kollegen aus dem Clan. Und zwar Mr. B. Ich wollte fast Mr. Beast sagen, aber es ist Mr. B. Und ja, der ist ein sehr netter Kollege. Und ja, dann machen wir jetzt auch die Challenge. Ich werde mir jetzt noch kurz mein Deck aufbauen. Ich glaube, ich werde auch direkt dieses Deck hier nehmen. Ja, ist ein gutes Minor Poison Deck. Und ja, da würde ich jetzt mal anfangen. So, let's go. Jetzt sind wir in der ersten Runde drin. Und ich bin rechts, weil ich habe diesen Lava-Hund-Turm-Skin. Oder ja, ich bin jetzt links. Ich bin links einfach. Ich bin links, ist jetzt egal. Das war jetzt schlecht gespielt von mir. Ja, eigentlich war ich rechts, weil ich hatte den Lava-Hund-Turm-Skin. Aber ist jetzt egal. Ist jetzt egal, dann machen wir es einfach so. Ich bin jetzt links. Und der Kollege Mr. B ist jetzt rechts. Und das wird jetzt 5 Games sein. Wir werden jetzt 5 Games spielen. Und wer 3 Games gewonnen hat, ist halt der Gewinner. Und das können wir auch eigentlich noch einmal machen, wenn ihr es natürlich möchtet. Aber ja, mit auch anderen Spielern. Wenn ihr halt wirklich von dieser Challenge mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und ein Like natürlich. Das würde mich sehr freuen. Und auch in den Kommentaren schreiben. Unser Clan-Mitglied Mr. B, der ist echt ein guter Spieler. Also der weiß schon, was er hier macht. Jetzt könnte es ein bisschen kritisch werden. Also er macht es gerade echt gut. Also er hat gerade weniger Schaden genommen als ich. Ja. Und er macht auch guten Schaden. Er macht auch wirklich guten Schaden. Aber ich mache so gerade semi-guten Schaden. Das Dumme ist, ich kann mit dem Mighty Miner auch nicht rübergehen, ne? Weil sonst, ja. Das war dumm. Ich glaube, mein Deckpick war dumm, weil ich habe jetzt Mighty Miner, wenn ich jetzt rübergehe. Aber er hatte auch den Mighty Miner. Ja. Ich glaube, Mighty Miner ist ein bisschen schlecht in dieser Challenge. Würde ich sagen. Okay, gerade sieht es noch okay aus, aber er hat halt mehr Schaden gemacht, ne? Er hat mehr Schaden gemacht. Wenn er jetzt den Turm bekommt, dann steht es 1-0 für ihn. Aber wenn ich jetzt meinen Turm, also meinen Turm verliere, dann steht es 1-0 wieder für Mr. B, weil ich habe halt meinen Turm verloren und er halt nicht. Und deswegen würde er auch trotzdem gewinnen. Auch wenn er keinen Turm bekommt, würde er trotzdem gewinnen. Aber bei seiner Seite kracht es gerade. Bei seiner Seite sieht es gerade gar nicht gut aus. Oh ja, der eine Wall ist dran, perfekt. Bei seiner Seite hat er schon verteidigt wieder, sehr gut macht er das. Muss schon wirklich nicht zugeben, er macht das wirklich gut. Er macht es gerade besser als ich, muss schon echt zugeben. Er hat schon fast den Turm geholt, ne? Scheiße. Scheiße, bitte jetzt den Turm, bitte. Ja, okay, 1-1, es steht gerade 1-1. Oh, okay. Also in dieser Runde hat jetzt jeder einen Punkt bekommen. Und wir werden halt so lange weiterspielen, bis wir, also bis einer 3 Punkte hat. Jetzt steht es gerade 1-1. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde drin und wir haben jetzt mit Mr. B entschieden, dass wir beide keinen Punkt haben. Also es steht immer noch 0-0, weil wir haben beide jetzt gewonnen. Und ich habe mir diesmal so ein Friedhof-Deck mir ausgesucht. Das ist halt mein eigenes Friedhof-Deck, was ich selber gebaut habe. Und Mr. B hat Lockbait. Okay. Lockbait ist auch ein geiles Deck eigentlich. Hat der diesmal einen guten Deckpick gemacht? Er hat auch letzte Runde hatte auch ein gutes Deck. Mal gucken. Also, die Challenge ist wirklich schon ein bisschen schwer und es gibt halt auch noch knifflige Sachen, weil, wenn man jetzt den gegnerischen King Tower Beispiel anmacht, dann wird halt beide Spieler sich davon profitieren können. Und er hat jetzt unseren King Tower gemacht, also ist das jetzt auch besser für mich. Ich kann jetzt beispielsweise so reingehen mit Friedhof und Skelettkönig, ja. Und ich werde höchstwahrscheinlich den ersten Turm bekommen. Oder? Der King ist an, aber ich habe den ersten Turm. Ich habe den ersten Turm. Okay. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen chillen. Aber Mr. B verteidigt das wirklich sehr, sehr gut. Er verteidigt das wirklich sehr, sehr gut. Ich lasse die Crackerin durchlaufen, damit ich ein bisschen Elixier habe. Also Mr. B macht das richtig gut, ne? Er hat gerade Golem und einen Sparky verteidigt, ohne Probleme.
Und er hat nicht mal viel Elixier, also der macht das wirklich gut. So, steht gerade 1-0 für mich. Wenn wir jetzt so gewinnen würden, dann würde ich jetzt einen Punkt bekommen und Mr. B keinen Punkt, weil er hat keinen King Tower. Ay, Digga, was für King Tower? Er hat nicht den Kronenturm geholt von den Gegnern, aber ich habe schon einen. Und deswegen, ja, würde ich jetzt 1-0 gewinnen, wenn Mr. B nicht den Turm holt von den Gegnern. Genau. Digga, ich kann einfach nicht reden. Ich bin zu dumm, um zu reden. Ne? Tut mir leid, Leute. Okay. Ich bin auch leider ein bisschen krank. Deswegen könnte ich auch ein bisschen husten oder so. Och nee, warum jetzt der Sparky bei mir, Mann? Scheiße. Die haben jetzt einen Sparky auf meiner Seite gemacht. Scheiße, ich muss jetzt wirklich gut verteidigen. Ich bin übrigens in der rechten Seite und ja, das müsst ihr eigentlich auch schon sehen, weil ich habe ja schon den Turm geholt. Wollte ich nochmal kurz sagen. Hier ist ein guter Feuerball, hier kommt ein guter Feuerball, oder? Nee. Nicht ein guter Feuerball, aber. Oh ne, jetzt gehen die auf meine Seite rein. Warum? Warum, Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich könnte jetzt wirklich noch krachen, ne? Die machen guten Schaden auf meiner Seite. Komm schon. Aber ich glaube, ich habe es, ja. Ich glaube, ich habe es. Ich habe kurz gemissklickt. Scheiße. Digga, ich muss auch noch auf den Timer achten, weil ich habe den Timer kurz pausiert. Okay. Erste Runde habe ich gewonnen, Leute. So, jetzt sind wir in der dritten Runde drin. Es steht gerade 1-0 für mich. Sorry, dass ich auch nicht so viel reden kann und nicht auf dem Game konzentrieren kann, weil ich muss hier den Timer kurz noch einstellen, weil der geht ganze Zeit außen an. Das fuckt ein bisschen ab, leider. Und diesmal habe ich so einen Mortar-Deck, das ist gerade das Lieblingsdeck von Big Spin. Deswegen spiele ich das auch. Und das ist auch echt ein geiles Deck. Okay, die gehen schon wieder auf Mr. B's Seite rein. Der tut mir wirklich schon ein bisschen leid, ja. Das ist aber auch schon wirklich frech von den Gegnern, ne, dass sie halt jedes Mal auf den Kollegen die Seite reingehen. Ja, ich kann einfach nicht reden, ne, auf alles sogar, ja. Ich muss erstmal reden lernen, bevor ich jetzt. Ja. Digga, die gehen schon wieder full auf seine Seite rein. Ey, der tut mir so leid, Alter. Ich schwöre sogar. Digga. Aber mein Mauter hilft ihnen ein bisschen. Das würde ich auch schon fair finden, dass der Mauter ein bisschen hilft, weil, Digga, die gehen halt nur auf seine Seite rein, ne? Das ist halt wirklich frech, Alter. Ah, ich lasse den Golem, Mini-Golem erstmal durchlaufen. Okay. Erstmal ein bisschen defensiv bleiben, würde ich sagen. Also Mr. B macht das wirklich sehr, sehr gut. Also gerade sieht es wieder gut für mich aus, aber er könnte es auch comebacken, weil der ist wirklich kein schlechter Spieler. Der ist wirklich halt. Also der hat 8000 Trophäen, also das ist wirklich nicht schlecht. 8000 Trophäen sind sick. Sind sehr, sehr gut. Jetzt haben wir den kleinen Prinzen. Müssen zünden schnell. Zünden, zünden, zünden. Ja, es geht noch. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ich habe auch schon einen massiven Schaden kassiert. Bitte verteidigt das nicht. Bitte, bitte. Oh, warum, Mann? Warum müsst ihr das verteidigen, Alter? Das könnt ihr auch einfach durchlaufen lassen. Egal. Wenn die jetzt auf meine Seite reingehen mit Golem Nachthexe, dann bin ich. Dann. Ja, dann ist Ende. Nein, warum auf meine Seite? Scheiße. Die gehen einfach auf meine Seite rein, Alter. Digga. Ich habe kein Elixier. Was? Die haben den Blitz gefailt? Oh mein Gott, Alter, sind die dumm. Oh mein Gott. Das ist viel zu viel Schaden. Viel zu viel. Okay, die gehen jetzt auf seine Seite rein. Perfekt. Jetzt könnte ich Pressure ankommen. Mr. B macht das wirklich sehr, sehr gut. Der macht das echt gut, ne? Die Gegner machen das auch sehr, sehr gut. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, es ist knapp, es ist knapp. Aber zwar jetzt so einen kleinen Prinzen, genau. Komm.
Reicht Poison aus, bitte. Poison muss ausreichen, bitte. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Nein, Digga. Was? Okay, jetzt steht's 1-1, ja. So, Leute, es steht jetzt 1-1 und das ist jetzt das vierte Game. Dann sage ich mal, let's go. Ne? Ich bin diesmal auf der linken Seite und Mr. B ist jetzt auf der rechten Seite, genau. Und dann gucken wir mal. Mr. B hat ein Hawk Cycle Deck mit Erdbeben. Ist ein sehr, sehr gutes Deck, würde ich sagen. Und ich habe ein Golem Deck, ja. Ich habe Golem mit Pumpe, ja. Und Mr. B hat Hawk EQ mit Erdbeben. Und die gehen jetzt auf Mr. B's Seite rein. Digga, die gehen halt jedes Mal auf seine Seite rein, ne? Das ist krass, Alter. Guck mal, die gehen nur auf seine Seite rein, Digga, was ist das? Ich könnte jetzt beispielsweise mit dem Mini-Pack. Komm, ich mach das mal. Ich habe jetzt Mr. B ein bisschen geholfen, damit wir unseren King anhaben. Wir schicken ihm mal so ein Emote. Ich hab's jetzt mal gemacht, damit halt Mr. B nicht direkt struggelt. Und damit wir auch beide profitieren können, weil der King ist jetzt an. Wo ist denn? Ah ja, hier. So. Okay, die bringt Doppelpfeile auf meine Pumpe. Auch krass. So, ich muss jetzt kurz nochmal den Timer hier einstellen. Digga, die gehen halt nur auf seine Seite rein, ne? Das ist wirklich frech von denen. Digga, das ist halt so frech von denen, ne? Dass die halt die ganze Zeit auf rechts reingehen, ne? Ey, Junge, ja. Soll ich jetzt einen Golem bringen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich mach das nicht. Ich muss es anders machen mit Golem. Ich muss zweifache warten, bis auf die zweifache. Aber ich muss auch eine Pumpe auf dem Feld haben, aber die lassen halt keine Pumpe auf dem Feld. Ja, das ist halt so das Problem gerade. Sonst würde ich halt eine Pumpe bringen, aber die werfen Doppelpfeile drauf, Digga. Aber gerade ist Mr. B, ja, von Schaden her führt er, aber von seinem eigenen Turm führe ich gerade. Also von unseren eigenen Türmen führe... Oh, nee. Oh, nee, bitte nicht. Oh, mein Gott, was mach ich jetzt? Scheiße. Ich muss den Ballon... Oh, nee, Mann. Scheiße. Scheiße. Nein, jetzt gehen die nur auf meine Seite rein. Scheiße, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber Mr. B hat auch nicht mehr so viel Leben an seinem Turm. Komm, bitte, bitte. Holt noch seinen Turm, sonst verliere ich, Mann. Ey, scheiße. Ich habe, glaube ich, verloren, ja. Ich habe, glaube ich, verloren, oder? Ja, ich habe verloren. Es steht jetzt 2-1 für Mr. B. Er hat es geschafft. GG. So, jetzt gehen wir gleich in die fünfte Runde rein. Jetzt sind wir in der fünften Runde. Ich spiele jetzt Lava Hund als mein Main Deck, könnte man sagen, mit Friedhof zusammen. Und ja, das ist jetzt die fünfte Runde. Und wenn ich jetzt verliere und Mr. B gewinnt, dann hat Mr. B gewonnen, weil dann hat der halt 3 Punkte, also 3 Games schon gewonnen. Und ich halt nur einen, dann hat er gewonnen. Aber wenn ich jetzt Comeback und gewinne, dann steht es halt 2-2 und dann machen wir noch ein Game. Ja, ich bin jetzt auf der rechten Seite, Mr. B auf der linken und er spielt das Mega Ritter Ballon Deck von einem YouTuber. Ich weiß mal, wie der YouTuber heißt, aber ich habe den, also ich kenne den. Ich habe den mal auf YouTube und so gesehen und sein Deck ist eigentlich auch ein gutes Deck, würde ich sagen. Okay. Also das Deck, meinen die, hat 100%ige Winrate, also 110%ige. Und das ist wirklich stark eigentlich. 110%ige Winrate ist wirklich stark. Mal gucken. Die gehen jetzt wieder, wie immer, direkt auf seine Seite rein und nicht auf meine Seite, was ein Vorteil ist für mich. Okay, diesmal bin ich in der rechten Seite und er an der linken, aber trotzdem gehen die wieder auf seine Seite rein, wollte ich sagen. Digga, der Mega-Ritt hat einfach geflogen. Digga, die gehen halt nur auf seine Seite rein, ne? Das ist krass, Alter. Krass, ja. Die gehen nur auf seine Seite rein. Okay. Ich muss jetzt gewinnen. Wenn ich jetzt verliere, dann ist vorbei. Dann hat er gewonnen. Okay, gerade sieht's sehr gut aus für mich. Die machen gerade Schaden auf seine Seite und ich mache Schaden auf denen. Okay.
Digga, warum heißen beide Gegner, die beide Gegner heißen gleich, Alter, die haben gleichen Namen. Die haben beide den gleichen Namen, Alter. Auch krass. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch mehr von solchen Challenges sehen wollt, also wieder von dieser Duo-Challenge, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Oder keiner ein Abo da lassen, halt, würde mich sehr freuen. Ich muss hier wieder den Timer einstellen, wie immer. Jetzt machen die so ein bisschen, ja, Schaden auf meine Seite, würde ich jetzt sagen. Die machen jetzt bisschen, gehen jetzt auf meine Seite rein, weil, ja. Okay, ich muss jetzt gewinnen, weil wenn ich jetzt verliere, dann ist vorbei. Aber sein Turm hat nur noch 100 Leben von Mr. B. Aber er macht das gut. Ich schwöre sogar, er macht das wirklich gut. Also bis jetzt macht Mr. B alles besser als ich. Wirklich sogar, er macht es gerade wirklich gut. Muss ich schon echt zugeben. So. Wir können Erdbeben machen jetzt mal drauf. Wo kommt jetzt der Magic Archer? Ja, der kommt. Oh mein Gott, wir treffen den Little Prince auch noch. Perfekt. 15 Sekunden, wenn ich jetzt es schaffe, jetzt zu verteidigen, dann, oh ne, nein, nein, Digga, 10 Sekunden, bitte. Nein, 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 Digga, 10 Sekunden, Mann. Digga, das kannst du keinem erzählen. Digga, wir werden gefühlt gehaut. Nein, okay, es steht immer noch 2 zu 1, weil wir haben beide keinen Turm geholt. Schade. So, jetzt sind wir in der 6. Runde, Leute, und diesmal habe ich ein Lockback-Deck mit Evo Barbs und was war das nochmal? Rabauken und so, ja. Und mit Dart Goblin. Und ja, hoffentlich werden wir jetzt gewinnen. Dann würde es jetzt 2-2 stehen. So, jetzt, das ist jetzt die 6. Runde, Leute. Und wie gesagt, Mr. B braucht nur noch eine Runde gewinnen und dann hat er das. Und er spielt wieder das Mega Ritter Deck. Ja, ist eigentlich ein gutes Deck. Würde ich sogar echt sagen. Also sein Deck ist wirklich gut. Nein, jetzt gehen die auf meine Seite rein. Nein! Scheiße. Okay, King geht trotzdem an, aber. Aber die gehen direkt auf meine Seite rein. Das ist nicht so geil. Ich hab wirklich schon so. Oh nee, warum denn auf meine Seite, Mann? Warum auf meine Seite? Bruder, warum auf meine Seite? Bruder, ja. Egal, okay, es sieht noch okay aus, würde ich sagen. Oh, der Tesla könnte carry, ne? Ja, ja. Oh nein, Mann, warum auf meine Seite, Bruder? Ja, ich hab meinen Turm verloren, Mann. Nein, ich will jetzt nicht verlieren, Alter. Nein, bitte nicht. Ja? Kobold, was ist ein bisschen dran? Okay, okay. Oh nee, nee, okay. Wenn jetzt in 1,5 Minuten nicht sein Turm fällt von Mr. B, dann hat er gewonnen. Dann hat er gewonnen, ja. Dann hat er gewonnen. Also ich sag's jetzt schon mal GG, weil der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, Mr. B. Also der hat es wirklich gut gemacht. Aber es könnte noch Gleichstand werden. Okay. Aber jetzt gehen wir halt auf seine Seite rein, ne? Das ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Weil wenn es jetzt wieder ein Gleichstand wird, ja. Oh ja, guter Schaden, guter Schaden. Sehr nice, sehr guter Schaden gerade. Aber jetzt macht Mr. B ein bisschen Druck. Oh, der hat gute Pfeile gebracht. Mr. B hat gute Pfeile. Er holt den Turm langsam, Mr. B holt langsam den Turm. Aber ich hole jetzt auch den Turm, okay. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, komm. Oh, 219 AP, bitte. Aber wenn ich jetzt den Turm hole, steht es dann 1. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt den Turm hole, wirklich? Was passiert dann, ne? Dann habe ich einen Punkt, aber Mr. B hat dann auch einen Punkt, weil ich den Turm... Nein, ich habe dann 0 Punkte. Wenn ich jetzt den Turm hole, habe ich 0 Punkte, weil ich 1, 1 Punkt verloren habe. Und... Scheiße, nein, 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 nein. Skelettfass, bitte. Skelettfass. Ja! Oh mein Gott. Aber ja, Mr. B hat trotzdem gewonnen, ja. Mr. B hat trotzdem gewonnen. GG. So, Leute, das war's jetzt mit der Challenge. Mr. B hat es geschafft zu gewinnen. Er hat 3 zu 2 gewonnen. Ich habe 2 Punkte, also 2-mal gewonnen. Und Mr. B hat 3-mal gewonnen.
Und damit, ja, würde ich sagen, das war's dann auch mit dieser Challenge. Falls ihr jetzt nochmal so eine Challenge sehen wollt, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, ich würde mich auch noch für ein Abo sehr freuen und für ein Like genauso. Und ja, das war's dann auch. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ist folgendes: Mein Clan hier, also mein Community-Clan. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in den Community-Clan kommt. Weil wir haben gerade ein bisschen Probleme, würde ich sagen. Aber ja, das war's dann auch eigentlich. Ja, habt Spaß, bleibt gesund, bis dann.